So, heute zeige ich euch, wie ich meine Schubläden mache, und zwar die für die Küchenzeile, meine Grundplatte, also die Bodenplatte, 6 mm Pappelsperrholz, dann habe ich meine Teile vorne, hinten, links, rechts. Ja, als Werkzeug brauche ich natürlich Akkuschrauber, dann Schrauben und Holzlein. Ich habe hier vorher an der Kreissäge eine Lut reingesägt und das ringsrum, wo dann eben halt meine Bodenplatte drin steckt, damit ich die nicht von unten verschrauben muss. Ja, das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen ist. Darauf achten, wenn ihr die schneidet, dass natürlich rechtwinklig ist. Das geht mit einer Kreissäge sehr, sehr gut, wenn ihr einen Anschlag habt. Und jetzt schraube ich erstmal alles zusammen, sehe dann, ob es passt, probiere dann auch rein, ob es zwischen die Schienen passt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann schraube ich es wieder auseinander und dann wird alles verleimt. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen, wie ich es zusammenbaue. So, die erste Schublade ist zusammengebaut. Die ist schon sehr stabil, ohne Leimen, aber ich leime es trotzdem noch. Also, ihr seht auch, wackelt nicht, nix. Ich werde aber jetzt eben halt schauen, ob die, zwischen die Schienen genau passt. Und dann wird die Schublade verleimt und die Schienen kommen erst ganz zum Schluss dran. Ihr habt auch gesehen, bei den Schrauben, die ich hier an der Seite reingesetzt habe, erst mit einem ganz kleinen Bohrer vorbohren. Ich nehme 3 mm Schrauben, habe dann also mit 2,5 vorgebohrt. Das ist einfach zum Schutz, damit das Holz nicht wegbricht. Ja. So, die Schublade habe ich ausprobiert, passt prima rein, hakt nicht, nichts, also super. Ich habe mir hier vorne nochmal markiert, wo hinten und wo vorne ist, damit ich auch, wenn ich es nachher wieder zusammenbaue, weiß, warum die drin war und gepasst hat. Wobei, die hat in beide Richtungen gepasst, also scheine ich was richtig gemacht zu haben. Ja, jetzt heißt es auseinanderbauen und dann verleimen, wieder zusammenschrauben, trocknen lassen. Mehr nicht.